der Schwester Martins, meine Damen und Herren, der Kartettsport. Beim Cutting, da geht es, ich hatte eingangs erwähnt, wir können hier nicht alles so richtig original lagetreu naturgetreu darstellen, da geht es um Rinder. Jetzt haben wir hier noch keine Rinder, die kommen erst nächsten Sonntag. Stattdessen haben wir Sträflinge. Heute werden Sträflinge gecuttet, meine Damen und Herren. Karin, da werden wir kommende Woche Sonntag sehen, da ist eine Herde Rinder oder Sträflinge in der Bahn. Der Reiter hat die Aufgabe, sich ein Rind oder einen Sträfling rauszusuchen. Und dieses Rind will dann dem natürlichen Herdentrieb folgend zurückkehren zur Herde. Das Pferd, und nicht der Reiter, das Pferd hat jetzt die Aufgabe, dazu hinter zur Herde zurückzukehren. Sie sehen, dass unsere Reiter hier die Hand auf den Hals liegen haben, möglichst wenig eingreifen, dass wir aber viel, viel Training nötig, aber auch eine natürliche Begabung, dass unser Oberhaus hat. Wir nennen das Chaos. Der natürliche Gang, der natürliche Spaß daran, Rinder zu haben. Der Karrensport ist in den USA, in seinem Mutterland, ein Multimillionen-Dollar-Sport. In Deutschland, um verschiedene Probleme, Rinder für diese Vorstellung zu bekommen, vor allem geeignete Rinder, die nicht schon zu sehr an die Menschen gewöhnt sind, wird nicht so verbreitet betrieben. Dennoch gibt es Möglichkeiten, Karin zu betreiben. Wie gesagt, kommenden Sonntag werden wir auch viele Winterdisziplinen auf der U17 präsentieren. Und der Karin-Sport wird hier präsentiert von Alex und Theo Schürmann. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen heute Abend ein paar Dinge zeigen, die Sie